Ja, lieber Edin Hasanovic, dreimal hintereinander jetzt bei der Goldenen Kamera. Sag mal, geht das bis 2068 so weiter? Ich hoffe, ich weiß es nicht. Ich fühle mich hier sehr wohl immer bei der Goldenen Kamera, bin todesaufgeregt heute, weil wenn man mal nominiert ist, dann will man es auch haben. Ich sehe das sehr sportlich irgendwie. Dabei sein ist alles, aber wenn man dabei ist, dann will man auch alles haben. Wie geht man denn in so eine Verleihung? Kurze Rede im Gepäck? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin vorbereitet, falls es dazu kommt, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als rumstottern und nicht wissen. Und ich habe mich nicht vorbereitet, weil die Chance ist nun mal bei 33,3%, dass ich gewinne. Auf kurze Distanz, Norbert kann mich richten, Familie Braun, bist du der Mann für böse Rollen? Ich spiele nie gut oder böse, ich spiele immer Menschen und Menschen sind nie einfach nur gut oder böse. Meine Rollen sind immer ambivalent und zwiegespalten und sind eigentlich in den Untiefen ihres Herzens immer nur gut, wählen oft leider die falschen Wege. Und was ist dein nächstes spruchreifes Projekt? Das spruchreife Projekt ist die Goldene Kamera erstmal heute Abend überleben. Und dann drehe ich in Berlin mit Jördis Triebel unter der Regie von Sherry Hornman in Berlin ein Drama für ZDF. Danke für das Interview und toi toi toi. Danke dir. Danke. Wir reden hoffentlich danach. Ja.